nehmen wir mal an, wir kämpfen beide im Roten Ozean. Also es gibt in Magdeburg wahrscheinlich mehrere MKGler. Nee, super. Nee. Dann hast du einen blauen Ozean, ist ja ein Traum. Kannst du so nicht sagen, Magdeburg ist ein Sonderding. Es ist eine Stadt, in der zwei, drei oralchirurgische Praxen sehr viel und gute Arbeit leisten und da auch sich, ich würde mal sagen, sehr geschickt anstellen und die MKGler eigentlich gar nicht vertreten sind. Und ich jetzt da eigentlich der Erste, der jetzt sich da niedergelassen hat, als MKG-Facharzt. Und das ist ganz anders sortiert. Da. Also muss man sagen. Also war es so bestimmt nicht einfacher, bei den anderen echt viel auch machen. Aber natürlich auch nicht alles. Die machen keine Ästhetik, die machen keine Hauteingriffe und so. Das kommt mir zugute dann. Und an sich ist in Sachsen-Anhalt da die Versorgung auch flächendeckend sicher schlechter. Wir haben ein großes Einzugsgebiet. So, es geht bis Stendal oder, keine Ahnung, Helmstedt. Ich sag mal, Radius von 50, 60 Kilometer sind das schon. Um Magdeburg herum, die dann auch zuweisen. Also der Bedarf ist riesig. Ja.